Herzlich willkommen bei Einfach Englisch. In diesem Video geht es um das Simple Past, die einfache Form der Vergangenheit. Wir schauen uns in diesem Video an, wie das Simple Past gebildet wird und wann man es benutzt. Also, die Bildung des Simple Past. Dafür schauen wir uns Aussagesätze an, Verneinungen und Fragesätze. Fangen wir mit den normalen Aussagesätzen an. Das Simple Past wird mit regelmäßigen Verben folgendermaßen gebildet. Man nimmt das Verb in der Grundform und hängt hinten ein ed an. Beim Verb to walk wird daraus walked. Ich lief zur Schule würde dann heißen I walked to school. Anders als zum Beispiel bei den Formen der Gegenwart, also Simple Present und Present Progressive, wird beim Simple Past für alle Personen die gleiche Form benutzt. Egal ob I, you, he, she, it oder we, you, they, es heißt immer walked. Allerdings gibt es kleine Zusatzregeln, die man bei der Bildung des Simple Past mit regelmäßigen Verben beachten muss. Zum einen, ein stummes E fällt weg. Aus arrive, wo man das E am Ende ja nicht hören kann, wird arrived. Es stehen dort also keine zwei Es. Die andere Besonderheit ist, dass nach einem betonten Vokal, also A, E, I, O, U, der darauf folgende Konsonant verdoppelt wird. Aus stop wird dann zum Beispiel stopped. Der Vokal O ist betont, deshalb wird der Konsonant P verdoppelt. Die dritte Ausnahme ist, dass aus einem Y nach einem Konsonanten ein IED wird, wie zum Beispiel bei to try. Aus try wird dementsprechend tried. Neben diesen Besonderheiten zu den regelmäßigen Verben muss zusätzlich beachtet werden, dass es auch unregelmäßige Verben gibt, also Verben, für die es keine festgelegte Regel gibt. Wie diese Verben gebildet werden, muss leider schlichtweg auswendig gelernt werden. Die wichtigste Ausnahme dabei ist sicherlich to be, also sein. Im Simple Past wird daraus was oder were, je nach Person. Lass dich von den ganzen Unregelmäßigkeiten nicht verunsichern. Den Dreh hat man relativ schnell raus. Schauen wir mal weiter und sehen uns die Verneinungen an. Schon vorab, bei Verneinungen muss man mit nicht so vielen Unregelmäßigkeiten kämpfen. Verneinungen werden im Simple Past mit didn't und dem Infinitive, also der Grundform eines Verbs, gebildet. Ich lief nicht zur Schule würde dann heißen I didn't walk to school. Wie auch bei den Aussagesätzen ist es egal, welche Person den Satz sagt. Soweit so gut. Wie sieht's mit den Fragesätzen aus? Die funktionieren im Grunde genauso wie im Simple Present, nur mit did anstatt do oder does. Das heißt, wir haben die Form did, die Person und das Verb in der Grundform. Unser Beispielsatz als Frage lautet dann: Did you walk to school? Liefst du zur Schule? Auch hier wird nicht zwischen den Personen unterschieden. Braucht die Frage ein Fragewort, zum Beispiel where, when, how oder why, so kommt dieses vor das did. Okay, soviel zur Bildung des Simple Past. Schauen wir uns nur noch an, wann man die Zeitform überhaupt benutzt. Das Simple Past benutzt man, um über Handlungen zu sprechen, die in der Vergangenheit liegen und abgeschlossen sind. I visited my friends yesterday. Gestern besuchte ich meine Freunde. Man hat entweder einzelne Handlungen oder aber auch aufeinanderfolgende Handlungen, zum Beispiel First I watched TV, then I played football. Wichtig ist, dass die Handlung abgeschlossen ist und sich nicht mehr auf die Gegenwart bezieht. So viel zum Simple Past, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Englisch.